Ey, die Sozialarbeiter, alle Frauen, alle weiblich, die sind an die Decke gegangen. Frauen stehen nun mal auf Geld. Und wenn du Geld hast, dann sehen deine Chancen auf dem Markt ganz anders aus. Und das spürst du auch direkt. Ey, ich hatte diese Diskussion mit Sozialarbeitern im Gefängnis. Ne? Fast alle meine Sozialarbeiter, also wirklich, nein, alle meine Sozialarbeiter waren weiblich. Ja, so. Und dann hat man natürlich angefangen, über diese ganzen Geschichten zu reden. Ich hab denen versucht zu erklären, warum es dann irgendwann so schwer ist, wieder zurückzugehen. Ne? So, wieder zurückzugehen in die normale, ins normale Leben quasi. Und warum das so einen Impact auf dich hat. Ja, diese ganze Geschichte. Weil, wie ich denen erzählt habe, genau das habe ich denen gesagt. Ja? So, Geld regiert die Welt. Ist nun mal so. Und du kommst erstmal als Immigrant in dieses Land und kein Schwanz guckt dich mit dem Arsch an. Und plötzlich machst du ein paar kriminelle Sachen, Alter. Polierst ein bisschen deine Brieftasche auf, weißt du? Kaufst dir vernünftige Klamotten, machst dir eine ordentliche Frisur, gehst ein paar Mal Solarium. Bam, Dicker, schöne Auto unterm Arsch. Und plötzlich, Dicker, drehen sich die Frauen, Dicker, die Köpfe drehen sich auf einmal. Von links und von rechts. Und die Weiber, die du schon seit Jahren heimlich, so, du weißt doch, klar machen wolltest, die dich aber kein bisschen angeguckt haben, gucken dich auf einmal an, weißt du? Und suchen auf einmal von alleine den Weg zu dir, wo du dir die ganze Zeit gesagt hast, ey, ich bin dir doch jahrelang nachgelaufen, Digga, was ist denn mit dir los, Alter? Aber ich sah aus wie ein Penner, du hast mich mal gesehen, so. Jetzt hat sich das Blatt gewendet und auf einmal jetzt springst du mir auf den Schoß oder was? Was ist denn hier passiert, weißt du? So. Deswegen habe ich das natürlich auch den so gesagt, ne? So formuliert. Ey, die Sozialarbeiter, alle Frauen, alle weiblich, die sind an die Decke gegangen. Die sind auf die Decke, an die Decke gegangen, weil ich denen gesagt habe, Frauen fliegen auf Geld einfach. Es ist einfach so. Diese Erfahrung habe ich gemacht, Alter, und dagegen kannst du jetzt überhaupt nichts sagen, weil das meine Erfahrung ist. Und diese Erfahrung teile ich mit sehr, sehr vielen anderen, die das bezeugen können, so, ne? So. Und deswegen, und ey, weißt du, was das Geilste war? Jetzt kommt das Geilste. Jetzt kommt's, Alter. diese Frauen, Dicker, ich schwör's dir, jede von denen. Nein, nicht alle sind so. Und nein, und verstehst du, die wollten sich unbedingt positionieren als eine, die nicht so ist. Also der Klassiker, ich bin nicht so eine. Ich bin nicht so eine. Verstehst du? Ich sage ja auch nicht alle. Wir haben ja schon oft festgestellt, dass man nie etwas verallgemeinern kann. Nie. 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 In keinem Thema kannst du etwas verallgemeinern. Du kannst nie pauschalisieren. So, okay? Man kann nie pauschalisieren. Okay. Aber wenn ich sage, fast alle, Dicker, die meisten, dann sage ich die meisten. Okay? Dicker, wenn ihr sagt, ey, die meisten Männer sind notgeil, dann sind die meisten Männer notgeil, Dicker. Was habe ich jetzt für ein Recht, mich dagegen aufzulehnen, Alter? Weißt du? So, ich kenne doch meine Pappenheimer. Was habe ich jetzt? Soll ich jetzt eine Lanze für die Männer brechen? Nein, Einspruch. Ich lege energischen Einspruch ein. Ich lege energischen Einspruch ein. Ich bin nicht so. Lass mal diese Filme, ja? Lass mal diese Filme, Digga. Wir müssen doch mal sagen, so A ist A, B ist B, so. Ne? 1 und 1 ist 2, so, weißt du? Und das Geilste ist, ey, die haben sich so angepisst gefühlt. Ich habe das richtig gemerkt, wie so diese Aussage, also meine eigene Beobachtung aufgrund meines Handelns, ne? Weil ich habe das ja am eigenen Leib erfahren, dass es so ist. Ich habe das ja am Leib, ey, ich sah aus wie so ein Flüchtling aus dem Osten, Bruder, als ich herkam nach Deutschland. Ich schwör bei Gott, Digga. Ich hatte so Sowjet-Sachen an und so. Ich hatte so selbstgestrickte Pullover von meiner Oma und so eine Scheiße. Weißt du, was ich meine? So eine Kacke. Vielleicht werde ich euch irgendwann mal Fotos zeigen, ja, aus meiner Kindheit. Wie, ey, das ist... Digga, ich schwöre, alle Flüchtlinge, die später kamen, ne, mit iPhones und so, ich schwöre, die waren reich gegen uns. Weißt du, was ich meine? Die waren reich, Alter, einfach. Auf jeden Fall, sah ich aus wie der größte Penner die ersten Jahre, ne? Bis ich irgendwann ein bisschen selber angefangen habe, mich zu kümmern, so um mein Schicksal. Ja. Und das war die Beobachtung, die ich gemacht habe. Und das habe nicht nur ich gemacht, sondern sehr viele andere auch. Und deswegen war das aber trotzdem immer sehr, sehr wichtig, sehr witzig, wie die Sozialarbeiter sich angegriffen gefühlt haben, dadurch, dass ich gesagt habe, Frauen stehen nun mal auf Geld.
Und wenn du Geld hast, dann sehen deine Chancen auf dem Markt ganz anders aus. Und das spürst du auch direkt. Das spürst du direkt, direkt, direkt. Ja? Und ich hatte sogar so, wie soll ich sagen, ich hatte mal so Vergleichs, also ich hatte so direkte Vergleiche zum Beispiel. Ne? So. Und den direkten Vergleich hatte ich einmal nach einem Bankraub. Und zwar kam ich komplett runtergemanagt, ja, in Berlin an. Ich war richtig scheiße angezogen, so richtig labbrig, so mit Jogginghose, dies, das, jenes und so, weißt du, mit Cappy, Haare nicht gemacht, 2 Tage nicht geschlafen. Ja, ich sehe durchaus, weißt du, was ich meine? So. Auf jeden Fall, ich checke im Hotel ein und ja, die beachten mich nicht großartig, ne? Alles ist normal, dies, das, jenes, ja, ich will einchecken und so weiter und so fort. Ich checke also ins Hotel ein und gehe danach ins KDW mit meinem Batzen, so, ne? Kauf ein bisschen ein. Weißt du, kauf mir ein schönes Outfit, geh zum Friseur und so, dies, das, jenes, lass meine Haare wieder umfärben, ne? So, und mich wieder auf normal trimmen quasi. Kauf ein bisschen Parfüm bei Douglas, du weißt doch, diese Filme, so. Und jetzt kehre ich nach 3, 4 Stunden, ich kehre in dieses Hotel zurück. Aber bedeutet, ich sehe aus einfach, also ich habe meine komplette Kleidung gewechselt, ich hatte keine Mütze mehr an, ich hatte meine Haare gemacht, meine Haare waren frisch geschnitten, ich hatte Parfüm drauf, weißt du, was ich meine? Also. Wie aus dem Ei gepellt. Ich komme also in dieses Hotel an. Die beiden selben Frauen, die an der Rezeption standen, bei denen ich eingecheckt habe, die beiden selben Frauen fangen auf einmal schon zu gucken. So, ich komme nur ins Hotel rein, die gucken schon so. Und machen so komische Dings zu sich. So. Die eine stirbt die andere so mit den mit Ellbogen so. Ne? So von wegen, guck mal, guck mal. Ich komme da vorne hin und jetzt pass auf. Die beiden, richtig nett auf einmal, ne? Richtig sympathisch so. Ja, bitteschön, was können wir für Sie tun und so, dies, das, jenes, bla bla bla. Haben Sie reserviert und so weiter und so fort? Ich gucke die beiden an, ich sage, ich war vor 3, 4 Stunden hier, ich habe eingecheckt und ich musste an die Rezeption nur aus einem einzigen Grund, weil ich meine Karte vergessen habe. Ich habe meine Karte auf Zimmer vergessen, womit ich die Tür aufmache. Okay? So. Deswegen musste ich bei der Rezeption vorbei und quasi, ne, Bescheid sagen, gib mir meine Karte bitte, ich komme in mein Zimmer nicht rein. Ich stehe also da vorne, die denken. Ich bin neu, ich bin irgend so ein neuer Kunde oder so, irgendwas. Verstehst du? Ich sag zu denen, nein, 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 ich war doch hier vor 3, 4 Stunden, wissen Sie noch, weil ich bin auf dem Weg nach unten vom Hotel, bin ich schon an der Rezeption vorbeigegangen, noch in meinem alten Outfit, in meinem Penner-Outfit, bin ich an der Rezeption vorbeigegangen und hab denen schon mal Bescheid gesagt, ey, ich habe meine Karte oben vergessen im Zimmer. So, was machen wir? So. Meinten die, ja, ist kein Problem, wir geben Ihnen eine neue und so weiter und so fort. Ne? Ich meinte, ja, ich gehe jetzt sowieso in die Stadt, ich komme später wieder. Ich komme dann hier bei der Rezeption vorbei dann einfach. Die meinten, ja, genau, so machen wir das. So. Und dementsprechend kam ich aus dem KDW zurück, bin reingegangen und dann komplett neue, komplett, die haben mich mit anderen Augen, die haben mich ganz anders behandelt. Schießt du? So. Und das ist wieder ein Beweis dafür, Kleider machen Leute, das ist das eine. Das heißt, dein Äußeres entscheidet oft darüber, wie du von anderen Menschen gesehen wirst und wie man mit dir umgeht. Ist leider so. Ist leider so. Und dieser Moment war, ey, dann haben die mir noch Kompliment gemacht für mein Parfüm und so und dies und das. Also du hast gesehen, da geht was, weißt du? Also du musst dir vorstellen, ich habe einen Tag vorher einen Banküberfall gemacht, ne? Dementsprechend war ich jetzt nicht so, also meine Prioritätsliste war jetzt Frauen nicht ganz oben, ne? So. Bei mir war so Escort-Service, damit habe ich mich schon abgesichert, so, ne? Und der Rest ist erstmal so, ey, ich muss jetzt mal klarkommen, so auf diese ganze Scheiße. Das bedeutet, ich brauchte immer erst so 2, 3 Tage, um runterzukommen. Und erst dann konnte ich mich wieder mit Frauen treffen und so und dies und das und jenes. Das ging vorher einfach nicht, war gar kein freien Kopf. Weißt du, was ich meine? Ich bin da voll in meinem Adrenalinrausch gefangen, so. Aber wie gesagt, sehr, 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 sehr krass, dieser direkte Vergleich zwischen ich bin Penner, ich gehe raus, die beachten mich nicht. Und auf einmal komme ich wieder frisch frisiert, angezogen, bisschen Parfüm. Und schon drehen sich die Köpfe und schon wird es interessant. Weißt du, was ich meine? Man merkt das sofort, wenn man feine Sensoren für diese Sache hat, merkt man das in der Regel sofort. Und dann fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie sich die Sozialarbeiter, aber alle, wirklich alle, 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 bei denen ich das erzählt habe, wie die angefangen haben. Also, nee, also dann ganz unruhig wurde es auf einmal auf dem Stuhl. Also, nee, also. Nee, also das kann ich jetzt hier so nicht stehen lassen. Nein, ich wehre mich dagegen. Also ich bin nicht so, ja, ich bin nicht so. Ey, das war so krass, Dicker. Und durch dieses, weil ich etwas ins Schwarze getroffen habe, ne? Ich habe richtig gesehen, ich habe da mit meiner Aussage ins Schwarze reingetroffen. Warum reagierst du denn jetzt so, Kobe? Ich habe doch nicht gesagt du, oder? Ich habe doch gesagt, das ist meine Erfahrung aus der Jugend, die ich gemacht habe. Du hast damit absolut gar nichts zu tun. Ich habe auch nicht gesagt, dass du so bist. Ich habe nur eine allgemeine These in den Raum geworfen, über die man nochmal reden kann. Und die meiner Meinung nach wissenschaftlich bestätigt sein müsste.
Und das habe ich dann versucht, auch den Frauen zu erklären. Ich meinte, das ist wissenschaftlich eigentlich sehr gut erklärt alles, erklärbar alles und nachvollziehbar. Ne? Und dann habe ich denen versucht zu erklären, dass die Frau aus der Evolution heraus automatisch sich einen Mann sucht, der gesund aussieht, der nach Geld aussieht, der erfolgreich aussieht. Aus dem einfachen Grunde, sie will einen Partner, der die Familie durchbringen kann. Ganz einfach. Das ist ein evolutionärer Fakt. Das kannst du nicht wegleugnen oder wegreden oder sonst irgendwas. Das bedeutet, das ist in den Frauen verankert. Ist ja auch nicht schlimm. Aber lass doch mal drüber reden so. Weißt du? Es ist in den Frauen verankert. Ganz einfach, aus der Evolution heraus. Ist ja auch verständlich. Wie sollte eine Frau früher entscheiden, ob das der richtige Mann ist oder nicht, der später für die Familie sorgen wird? Ne? So. Man fühlt sich immer angegriffen. Ja, genau so. Ja, genau so. Die Frauen fühlen sich immer angegriffen, egal was man sagt. Auch wenn es ein wissenschaftlicher Fakt ist, nein, die fühlen sich angegriffen, Digga. Weißt du? So. Ich meine, weißt du, es ist doch normal. Es ist doch normal, weil der Mann als Ernährer angesehen wurde, viele Jahre. Jetzt sind wir in einer anderen Welt. Jetzt mittlerweile arbeiten die Frauen. Was auch schön und gut ist. Gleichberechtigung, bla bla bla. Ey, bitteschön, Feminismus hin und her. Von mir aus sollen alle das Gleiche verdienen und alle die gleichen Rechte haben, ja? So, darum geht es aber gar nicht. Ja? Darum geht es gar nicht. Wir leben heute in einer anderen Welt und damals war es anders. Um unsere heutige Psychologie und Einstellung zu analysieren, müssen wir sehr weit in der Geschichte zurückgehen, um zu gucken, wie war es früher. Es war nicht immer so wie heute. So, deswegen muss man sehr, sehr weit in der Geschichte zurückgehen und das alles analytisch betrachten. Und dann macht sehr vieles Sinn. Früher war das Leben sehr, sehr gefährlich. Du musstest aus der Distanz schon erkennen, ob etwas oder jemand für dich gefährlich sein könnte oder nicht. Leider, leider, leider wurden meine Argumente nicht gehört, ja, oder man wollte sie nicht hören, ne? Und deswegen konnte ich keinen der Sozialarbeiter, also mit keinem der Sozialarbeiter haben wir am Ende einen gemeinsamen Nenner gefunden. Mit keinem. Mit keinem. Jeder wollte mir sagen, nein, das ist nicht so, nein und nee, nein und nee, nee, weißt du? So. Deswegen, ich glaube, wenn ich einen Mann gehabt hätte als Sozialarbeiter, ich glaube, ich wäre mit ihm viel besser klargekommen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich wäre mit ihm 100% besser klargekommen. Und das haben wir jetzt wieder gesehen, ne? Ihr habt ja gesehen, ne? Ich habe ja jetzt einen Mann als Sozialarbeiter, ne? Ich habe jetzt einen Mann als Sozialarbeiter und ich komme mit ihm Bombe aus. Es gibt einfach kein Problem, Digga. Seitdem ich zu ihm gewechselt bin, gibt es einfach keine Probleme mehr. Diese Missverständnisse und diese Andeutungen und diese ganze Kacke, dieses Mann-Frau-Ding. Weißt du, was ich meine? So. Meine letzte Sozialarbeiterin, ich weiß, was mit dir los war, Digga. Keine Ahnung. Und ich rede nicht von Knast, ich rede von draußen, ne? Ich habe keine Ahnung, was mit der Alten los war. Die wollte mich auf einmal aus der Wohnung rauskicken, so dies, das, jenes und so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. So. Vielleicht wollte sie mehr oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, so. Aber ich habe sie halt nicht gefühlt, so. Was soll ich sagen? Weißt du? We'll be right back.